Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich war gerade bei Rewe und ich war tatsächlich zweimal dort, weil ich bin eigentlich gefahren, weil ich Glasur wollte. Und zwar diese hier, die Nuss-Nougat-Glasur, die nehmen wir gerne für unsere Plätzchen und die möchte ich heute mit Hannah machen. Die habe ich zweimal mitgenommen. Und dann habe ich auch nochmal eine Vanille-Glasur mitgenommen. Und jetzt ist mir runtergefallen, Moment. Und hier nochmal von diesen Weihnachtsglasuren habe ich mir einfach mal Lebkuchen und Zimtkakao mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich brauche, aber ich dachte, nimm einfach mal mit. Dann habe ich noch einmal weiße Schokolade mitgenommen, weil ich demnächst Cookies machen möchte und da brauche ich die für. Dann noch ein paar andere Zutaten zum Backen. Ich habe einfach nochmal Vanillezucker mitgenommen, Backpulver und ich war mir ziemlich sicher, dass ich kein Natron mehr hatte. Dann zweimal Salmonella. Mehl war nämlich gerade im Angebot. Dann noch zweimal Gewürzspekulatius. Die mag Annabelle ja so gerne. Und letztes Jahr, als ich im Dezember oder Mitte Dezember einkaufen war, gab es die tatsächlich nicht mehr. Da war ich sehr froh, dass ich noch Reserve hatte. Und meine Reserve ist jetzt aufgeknuspert worden, weil Annabelle das neulich mit in die Schule genommen hat am letzten Schultag. Und zum gemeinsamen Frühstück hat sie sich das gewünscht und hat sie Spekulatius mitgenommen. Ratzeputze leer und deswegen brauchte ich neue. Dann habe ich einmal hier diese Gelbwurst mitgenommen. Ich bin überhaupt kein großer Fan davon, also, aber Hannah mag die irgendwie momentan gerne und dann isst sie wenigstens mal gut ihr Brot. Gestern hat sie mir dann gesagt, ich darf ihr auch mal Frischkäse aufs Brot machen, aber das ging dann doch nicht so gut. Mal schauen. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, aber bin ja froh, dass sie mal was isst. Dann habe ich zweimal Mozzarella und einmal hier diesen Hirtenkäse mitgenommen, weil ich noch nicht so genau weiß, ob ich es morgen zum Essen brauche oder nicht, aber auf jeden Fall innerhalb der nächsten Tage. Dann nochmal Eier, Bananen, weil ich momentan süchtig nach Bananen bin. Dieser Höhlenkäse hier war im Angebot und den mögen wir super gerne. Mein Mann mag den auch gerne und ich finde den auch super lecker. Deswegen habe ich den viermal mitgenommen. Der hält nämlich bis, ja, fast Mitte Dezember. Da ist das in Ordnung. Dann nochmal ganz normale Aufbackbrötchen, aber nur die ganz normalen. Ich möchte demnächst noch ein paar andere holen, aber jetzt mal so ganz normal weiße einfach. Und dann noch einmal hier von Educho. Kaffee. Da gab es eine Aktion. Ich weiß nicht, ob das neu ist von Educho für die Automaten, die Bohnen. Ich habe echt keine Ahnung, ob das eine neue Reihe ist oder irgendwas. Keine Ahnung. Aber stand unter neu und ich habe es auch noch nie gesehen und die waren gerade in der Aktion und ich habe mich jetzt mal für die hier entschieden. 9,99 statt 14,99. Ich habe eigentlich noch dreimal Kaffee. Und wir hatten immer diesen Barista. Diese Version von Gott, nee, nicht Melitta. Ach, ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall probieren wir auch immer mal neue aus. Dahlmeier mögen wir auch recht gerne. Und ja, jetzt probiere ich halt mal den Educho. Okay, das war es auch schon. Das war kein Großeinkauf, weil eigentlich brauchte ich tatsächlich bloß die Glasur. Ich verräume das jetzt mal und dann starte ich mal meinen Tagesplan. Es ist Freitag, der letzte Herbstferientag. Mein Mann hat heute Urlaub. Eigentlich hatten wir vor, mit den Kindern heute irgendwas Cooles zu machen, in irgendeinen Wildpark oder so zu fahren. Aber das Wetter ist nicht so schön. Aber das war angekündigt. Jetzt morgens soll es regnen und dann mal gucken. Aber es soll heute auch maximal 12 Grad haben und die ganze Zeit ziemlich grau. Ha. Dann hatten wir überlegt, Skyline Plaza oder MTZ, vielleicht Kino. Aber im Kino läuft ein Paw Patrol, aber der interessiert sie nicht so. Und Trolls. Der ist irgendwie ganz cool, schön bunt, schön Action. Der ist witzig. Annabelle hat auch gleich gesagt, sie will ihn sehen, aber für Hannah ist der definitiv nichts. Und bei Annabelle bin ich mir auch nicht sicher, weil das ist so ein Film, den ich nicht verstehe. Der ist, glaube ich, FSK 0. Aber es ist so ein Film, da geht es um Familie und irgendwie um eine Boyband oder diese Trollfamilie ist eine Band oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Der Trailer war extrem durcheinander. Hauptsache schnell, schnell, hektisch. Also war ein bisschen schwierig, das zu durchschauen. Aber da kam dann halt irgendwas mit, ey, du bist raus, ey, das war's mit Backstreet Boys, ey, jetzt nur noch NSYNC und dann bleibt uns nur noch One Direction. Irgendwie so. Wo du dir denkst, okay, das verstehen die Kinder doch alles nicht. Da hatten wir neulich auch einen Film, Der Überflieger. Das war eigentlich ein echt schöner Kinderfilm. Der war wirklich, wirklich schön. Was heißt vor kurzem? Ist schon eine Weile her. Und da gab es eine Szene von lauter Tauben auf einer Stromleitung. Und alle haben gesagt, diese Szene in dem Film war komplett überflüssig. Sie hatte keinen Sinn. Und die haben sich dann in Fachchinesisch und englischen Begriffen über Internet unterhalten. Und du hast dir gedacht, what?
Das verstehen doch Kinder nicht. Deswegen, ich verstehe diese Filme nicht. Es ist zwar alles modern und mega cool, aber wenn jetzt so ein Film FSK 0 ist und da sitzt so ein 5-jähriges, 6-jähriges Kind drin, du gehst los mit One Direction hier, da denkst du dir, was? Nee, das ist doof, das ist doof. Ja, dann wollten sie eigentlich zu Hause lieber spielen und wir wollten heute nochmal Plätzchen backen, alle zusammen. Es ist aber jetzt vielleicht auf morgen verschoben, weil mein Mann hatte dann die Idee, wir könnten ja vielleicht mal ins Senckenberg-Museum gehen. Das ist auch cool für Kinder. Vielleicht machen wir tatsächlich das. Aber jetzt ist er erstmal mit Hannah los. Sie hat heute nochmal Logopädentermin. Einen hat sie ja schon gehabt. Wir mussten noch mal hin, weil ein paar Sachen, da war sie beim letzten Mal zu aufgeregt. So simple Sachen wie Mund auf, Zunge raus und halten oder so. Da war sie so aufgeregt. Das war so ein bisschen neben der Spur und hat nicht so gehört. Aber sie hat schön mitgemacht, aber sie war halt sehr aufgeregt und hat immer mit der Zunge gewackelt und alles gezeigt, was sie kann. Und ja, da mussten wir halt noch mal hin. Aber wir sind ja nur dort wegen dieser Kreuzbissgeschichte, die Annabelle auch hat. Hat man uns ja gesagt, wir sollen in ihrem Alter halt mal beim Logopäden nachfragen, weil sie ist ja noch zu jung für eine Spange, ob man dagegen steuern kann. Aber die Logopädin hat schon gesagt, also gegen den Kreuzbiss kann sie nichts machen. Jetzt geht es eigentlich nur darum, ob irgendwas an ihrem Schlucken oder so nicht richtig ist, dass das den Kreuzbiss noch begünstigt oder so. Aber das hat letztes Mal nicht so ganz geklappt. Da hat es zu hektisch mit der Zunge rumgemacht. Da konnte die Logopädin nicht so wirklich das mit dem Schlucken sehen, weil... Wie hat sie es gemacht? Ich glaube, sie hat die Zungenränder mit einer Lebensmittelfarbe eingeschlagen. Dann sollte das Kind einmal schlucken und dann die Zunge wieder raus und halten mit offenem Mund, dass sie sehen kann, wo die Farbe hingelaufen ist. Und dafür hat Hannah mit der Zunge zu sehr so gemacht. Das ging nicht. Ja, wir sollten halt jetzt die Tage mal drauf achten, wie sie sich so verhält, wenn sie irgendwo zuhört beim Lesen oder spielt. Also wenn sie gerade nicht spricht. Ob sie den Mund geschlossen hat oder offen und nach Möglichkeit, wo die Zunge ist. Aber das ist schon ein bisschen schwierig, auch beim Schlafen. Und ich habe vorher auch mal ein bisschen gelesen, es gibt ja auch irgendwie diese ruhende Zunge oder wie das heißt, wo die Zunge immer so da unten rumliegt, ohne was zu tun. Aber das ist bei ihr alles nicht. Und sie hat jetzt den Mund auch nicht immer so offen stehen. Also ich vermute fast, dass wir da jetzt nochmal hingehen und dann wahrscheinlich nicht nochmal. Es sei denn, es gibt irgendwas, womit man noch ein bisschen entgegenarbeiten kann, aber gegen den Kreuzbiss selber kannst du halt nichts tun und um den ging es ja. Sprachprobleme oder irgendwas ist ja überhaupt nicht vorhanden. Bin ich auch froh, weil sie es ja so lange mit den Polypen gehabt hat, ne, und dadurch dann undeutlicher gesprochen hat, aber da bin ich auch davon ausgegangen, dass das mit der OP sich dann geben wird und das hat es auch sofort. Es spricht total klar, alles ist super. Ja, und der Kreuzbiss kann durch solche Geschichten entstehen, aber auch genetisch bedingt sein. Und natürlich liegt die Vermutung nahe, dass das Ganze genetisch ist, weil Annabelle es ja auch hat. Wir wissen nur nicht, wo es herkommt, weil, also ich habe es nicht und mein Mann auch nicht. Wir sind ja alle beim gleichen Zahnarzt, das hätte er dann ja gesehen. Und in der Familie rückwirkend, keine Ahnung. Ich meine, gerade bei unseren Eltern und Großeltern, da war das alles noch nicht so ausgefeilt damals. Keine Ahnung, wer das irgendwann in der Familie hat und wo es durchschlägt. Aber ich vermute schon, dass das genetisch ist, wenn es beide Kinder haben. Egal, es wird wahrscheinlich auch eine Spange wie bei Annabelle werden. Aber ich meine, Annabelle hat ja das Schlimmste jetzt auch schon hinter sich. Die, das habe ich euch gar nicht erzählt. Die Schmetterlingsspange oben im Gaumen ist raus. Sie hat jetzt zwei lockere oben und unten, die sie noch tragen muss. Aber die kann sie natürlich zum Sport, zum Essen rausnehmen. Das ist super. Also das Blödste mit dieser Spange da oben ist abgeschlossen. Fest hat sie nichts mehr im Mund. Das ist ja schon mal was. Jawohl. Genau. Und jetzt werde ich mich mal ranmachen. Annabelle und ich wollen Frühstück machen. Wir machen uns Toast und sie macht uns Rührei. Und dann gucken wir mal. Ich will dann irgendwann noch auf den Dachboden gehen oder ich jag meinen Mann mal hoch, dass der mal guckt, weil ich bin anscheinend zu blind. Ich finde es nicht. Ich habe ja jetzt überall schon die Leuchtvorhänge aufgehängt im Haus, hier in der Küche, fast überall. Im Garderobenzimmer hängt noch keine Lichterkette, da muss auch nicht unbedingt eine rein, aber ja, ich werde wohl eine aufhängen, der Vollständigkeit halber. Ich habe im Gästebad schon dran, ich habe oben an den Fenstern schon dran. Mir fehlen nur noch die wichtigsten Fenster für den Abend und zwar hier im Wohnzimmer, die zwei großen 3-Meter-Fenster. Das über der Couch und das Bodentiefe hier. Ich finde die Lichterketten nicht. Ich weiß nicht, wo die sind. Die müssen am Dachboden sein. Aber ich finde sie nicht. Ich weiß nicht, wo die gelandet sind.
Deswegen muss aufgeräumt werden. Das sind die Lichterketten, die immer am längsten hängen. Die hängen ja fast bis zum Frühjahr teilweise. Also solange es so dunkel ist, dass es morgens so dunkel ist oder dass es auch abends schon um 4, 5 so stockfinster ist, lasse ich die eigentlich hängen, weil das halt für die Kinder eine schöne Beleuchtung ist. Aber das heißt, die gehen auch nicht mit der Weihnachtsdeko hoch. Die gehen immer extra hoch. Eigentlich, wenn ich mich irgendwie mit der Frühlingsdeko beschäftige, fast schon, dann kommen die Lichterketten ab. Also ich weiß nicht. Also alle anderen schon eher, aber die hier. Die müssen irgendwo oben sein. Aber ich finde sie nicht. Ich bin zu doof, sie zu finden. Mein Mann soll heute nochmal auf der anderen Seite gucken. Ich will oben demnächst auch endlich die Ordnung machen. Aber jetzt will ich erstmal diese Lichterketten. Weil wir haben die um die Jahreszeit immer schon dran. Und die fehlen mir hier unten. Weil hier in der Küche, ne? Der hängt ja schon. Das ist eine schöne Beleuchtung. Ich mag das. Und an dem großen Fenster fehlt mir das jetzt. Keine Ahnung. Genau, und dann werde ich noch meine Haare machen. Die sind noch total verstrubbelt. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe die gestern nur angeföhnt quasi und noch nichts gemacht. Ja, oh Gott. Das werde ich nachher erstmal richten und dann mal gucken. Ja, Senckenberg. Mein Mann hat gesagt, er würde auch mit ihnen alleine gehen, mal einen Papatag mit ihnen machen. Weiß nicht. Eigentlich würde ich schon gern mit. Andererseits hätte ich zu tun. Andererseits würde ich gern mit. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Wenn er einen Papatag machen will, will er einen Papatag machen. Aber wenn sie mich mitnehmen würden, weil ich war auch noch nicht da, würde mich schon interessieren. Okay, ihr Lieben, dann werde ich jetzt mal anfangen, dass Annabelle und ich uns jetzt erstmal unser Frühstück machen, bevor mir das Kind noch verhungert da oben. So, ihr Lieben, ich darf schon mal anfangen, den Tisch zu decken. Sie hilft mir beim Rührei, aber die restlichen Arbeiten darf ich ruhig übernehmen. Sehr schön. Ja, ich habe schon eine Schürze an. Zum Glück habe ich die noch, weil wenn man mit Annabelle arbeitet, muss alles richtig sein. Also Schürze, für sie habe ich auch noch eine. Aber ich werde wohl demnächst vielleicht für Weihnachten tatsächlich für beide mal Schürzen bestellen. Dass sie eigene Küchenschürzen haben. Coole Küchenschürzen, jetzt nicht sowas mit Kitchenmädchen, ne? Ja, mache ich vielleicht tatsächlich mal. Jetzt fallen mir wirklich so ein paar Sachen ein. Es ist dieses Jahr aber gar nicht so einfach mit den Geschenken, muss ich sagen, weil sie sich akut eigentlich nicht wirklich viel wünschen. So ein paar Sachen halt, ne? Aber ein paar Sachen fallen mir noch ein. Okay, Lieben, dann fange ich mal an und werde jetzt den Tisch decken, weil die Arbeit darf ich ja machen. Da wir nur zu zweit sind, darf ich heute bestimmt unsere Igelunterlagen nehmen. Also einmal möchte ich es erleben, dass man bei DM wirklich nur mit dem einen Produkt rauskommt, weswegen man reingegangen ist. Das wäre jetzt in dem Fall das hier gewesen. Brauche ich nämlich für Annabelle. Ein Herz, ein paar kleine Schüppchen und deswegen juckt sie ja am Kopf. Deswegen wollte ich das jetzt mal ausprobieren. Dann wollte ich seit längerer Zeit mal wieder unser Bübchenbad nachkaufen und habe gerade dieses Bratapfelgewürz gesehen, was wahrscheinlich nur eine bessere Zucker-Zimt-Mischung ist. Aber ich war neugierig und dachte, ich probiere es mal vielleicht für die Krebs oder eben auch tatsächlich für Bratäpfel. Das ist jetzt noch dezent, also da bin ich ja jetzt nicht ausgerastet bei DM, aber trotzdem, es funktioniert einfach nicht, nur mit dem einen Produkt rauszukommen, weswegen man reingehen wollte. Klappt einfach nicht. So, meine Lieben, ich melde mich aus der Küche, gefühlt der Platz, wo ich heute den ganzen Tag verbringe, außer dass ich gerade bei DM war. Aber ja, irgendwie habe ich die ganze Zeit was zu tun. Ja, wir haben uns entschieden, jetzt doch nicht ins Museum zu fahren, weil das Museum irgendeine Ausstellung hat. Da schließen Teile um 15 Uhr und das lohnt sich jetzt nicht. Vielleicht wird es auch trotzdem gehen, wir wissen es jetzt nicht. Aber wir haben gesagt, komm, lass mal sein und machen das an einem der nächsten Wochenenden. Ist ja kein Thema. Ist ja nicht so, dass heute wenig los wäre, weil es ein Freitag ist. Es sind ja Ferien, also von daher gar kein Thema. Genau, also wir haben jetzt gerade Mittag gegessen und jetzt ist mein Mann mit den Kids raus. Sie fahren jetzt ein bisschen Fahrrad, aber nur hier in der Umgebung. Jetzt keine große Tour, da hat Hannah keinen Bock. Aber ich habe gesagt, ihr geht jetzt raus, ihr bewegt euch jetzt ein bisschen, weil sie wollen ja Plätzchen backen. Das bedeutet ausstechen, Teig naschen, Schokolade, Glasur und Streusel. Und ich habe gesagt, nee, ihr geht euch jetzt erstmal auspowern, bevor wir mit Schokolade und Zucker anfangen. Ansonsten, nein, das wird nicht besser. Ja, Annabelle wollte noch mal zum Einkaufen fahren mit dem Fahrrad, aber das ist eine größere Tour und das packt Hannah noch nicht. Das schafft sie einfach noch nicht. Dafür ist sie noch ein bisschen klein. Aber vielleicht ja morgen. Ich wäre auch gerne mit, aber ich habe jetzt gerade den Plätzchenteig gemacht. Der ist jetzt mal kurz im Kühlschrank. Jetzt spüle ich mir gerade noch ein bisschen was weg. Die Schüsseln, die Töpfe vom Mittagessen.
Genau, und wenn sie dann kommen, also besser gesagt, dann räume ich diese 80 Flaschen und gefühlt 15 Gläser vom Tisch, keine Ahnung, und bereite mir unsere Backstation mal vor. Ja, und dann habe ich noch ein Erfolgserlebnis zu verzeichnen, denn ich habe den Leuchtvorhang gefunden für mein großes Fenster. Ja, er hängt auch schon. Meine Aufhänger haben gerade so gereicht. Ein, zwei könnte ich vielleicht noch brauchen, aber ich musste neue bestellen. Und die ich bestellt hatte, die gab es jetzt nicht mehr in Transparent, so wie ich es wollte. Also musste ich andere raussuchen. Aber ich denke, die kommen morgen oder am Montag. Und dann kann ich auch was ans Fenster über der Couch hängen. Auch wenn ich nicht genau weiß, was. Ich bin nämlich unsicher. Ich dachte, ich hätte da einen anderen Vorhang gehabt, aber jetzt habe ich einen, der ist weiß tatsächlich. Eine weiße Lichterkette. Ich weiß nicht, ob der das war. Mal gucken. Aber er müsste hinpassen, also zur Not hänge ich den. Genau, auf jeden Fall hängt jetzt alles. Die Lichterketten sind aufgehängt für die Herbstbeleuchtung. Manche wundern sich, warum ich das so früh mache, weil es für Weihnachten noch ein bisschen zu früh ist. Aber für mich sind die Lichterketten an den Fenstern jetzt nicht unbedingt eine Weihnachtsbeleuchtung, sondern einfach in der dunklen Jahreszeit. Das kann man ja auch problemlos machen. Mal abgesehen davon, dass man eh machen kann, wie man möchte, hängen ja viele Leute ihre Lichterketten ganzjährig hin, auch an Balkonen oder Eisregen an den Terrassen. Das bleibt ja teilweise das ganze Jahr. Ich mache es nur aus dem einen Grund nicht, auch hier unten am Fenster, weil es sich nicht lohnt im Sommer. Es lohnt sich nicht, weil es einfach zu spät dunkel wird. Da haben die Kinder nichts mehr von und ich muss auch nicht um 22 Uhr dann jetzt eine Lichterkette anmachen. Ne? Das mache ich nicht, das lohnt sich nicht. Und deswegen nehme ich es dann irgendwann ab. Ich könnte sie trotzdem hängen lassen. Ich habe sie ja aufgehängt. Sie sind nicht geklebt oder so. Also stören tun sie so gesehen nicht. Aber ich bin halt jemand, wenn es nicht genutzt wird, nervt es mich. Und so nach Silvester packt mich ja auch der Minimalismus immer. Und ich will dann alles Gekrusch weghaben und möglichst clean in den frischen Frühling starten. Und das ganze Gebommel und Gehänge, was dann darum hängt, stört mich. Dann kommt es dann weg. Ansonsten finde ich, kann man gerade an so Fensterfronten so Lichter ganzjährig lassen, weil es ist ja wirklich eine schöne Sache. Nur, wie gesagt, es muss sich halt auch lohnen. Und ich hatte es mal überlegt, aber ich habe dann einfach gemerkt, wir machen den nicht mehr an. Ne? So ab März oder manchmal sogar schon Februar, je nachdem, wenn es wärmer wird. Und irgendwie, ich weiß nicht, das ist bei mir eine Kopfsache. Wenn es dann wärmer wird und draußen frischer und frühlingshafter, sind Lichterketten mir irgendwie. Dann kommen eher wieder die Outdoor-Lichterketten draußen an die Pflanzen dran. Also zumindest werden sie das irgendwann, wenn die Pflanzen auch am Zaun etwas größer sind. Im Moment lohnt sich das noch nicht wirklich, da so eine 10 Meter Outdoor-Lichterkette hinzumachen. Aber wenn die größer sind, mache ich das auf jeden Fall. Und die sind dieses Jahr gut gewachsen. Wenn sie nächstes Jahr nochmal so einen Schub tun, kann man da ein paar Solarlichterketten dran machen. Ja. Genau. Auf jeden Fall hängt jetzt alles bis auf die zwei Fensterchen. Und in meinem Hauswirtschaftsraum, da habe ich noch keine Lichterkette dran, weil ich noch keine Gardinenleiste am Fenster habe. Ist auch unnütz, ist der Hauswirtschaftsraum. Ich will es aber trotzdem machen. Und deswegen, da habe ich einen Leuchtvorhang, aber noch keine Gardinenstange. Die müsste ich noch bestellen, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch mache. Mal gucken. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber überall anders, außer an dem Fenster hier über der Couch und dem im Garderobenzimmer, hängen jetzt schon alle Lichterketten. Yes. Gardinen gewaschen, Fenster geputzt, Teppiche gereinigt. Läuft. Und Küche braucht demnächst auch mal wieder eine Großreinigung. Ich habe vor kurzem zwar Arbeitsflächen und alles mit Reinigung und mit Putzmittel und mit den Schmutzradierern von DM mal wieder und alles. Also ich habe komplett alles gemacht. Aber ja, ich will demnächst auch mal die Schränke machen. Also ich werde alles rausräumen, die Schränke mal komplett auswischen. Das mache ich ja immer so in der Herbstzeit. Das werde ich demnächst noch mal tun. Und heute habe ich schon den Backofen gemacht. Der ist wieder clean. Alles super. Ich meine, der sah auch nicht schlecht aus. Wir reinigen den ja regelmäßig. Wir haben keine Pyrolyse, sondern diese, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, Leute. Irgend so eine bestimmte Beschichtung. Ich habe es damals in den Hausbauvideos, glaube ich, eine Million Mal erwähnt. Und damals wusste ich das alles und jetzt weiß ich das nicht mehr. Aber der ist super leicht zu reinigen und wir machen das eigentlich regelmäßig. Wir hatten jetzt nur in der letzten Zeit verschiedene Gründe, ist manches so ein bisschen vor sich hingeschliffen. Und da waren ein paar Flecken auf den Blechen und paar Spritzer und die Tür vorne war nicht so sauber. Also war jetzt auch nicht super dreckig, aber halt nicht so, wie sie sonst ist, weil normalerweise sieht er meistens aus wie neu. Das hat mich jetzt schon gestört, weil, nee, das mag ich einfach nicht. Und deswegen haben wir ihn heute mal sauber gemacht mit dem Backofenreiniger. Geht das nämlich ratzefatze. Ich habe bisher auch noch nicht bereut, dass wir keine Pyrolyse haben. Ich weiß auch nicht, was mir das jetzt wirklich bringen würde. Ich weiß, viele schwören drauf, aber ich vermisse es nicht, weil die lässt du ja auch nicht andauernd laufen. Und unser Backofen wird nie so dreckig, dass ich sagen würde, hier mal voll ausbrennen.
würde ich auch nicht wollen, weil ich will nicht, dass mein Backofen so aussieht und dann mit Pyrolyse mal sauber gemacht wird und dann sieht er wieder so aus. Nee. Unser Backofen ist eigentlich immer sauber. Ich schalte ihn gerade mal ein bisschen vor. Ich zeige ihn euch. Ja, man sieht, der ist gereinigt, der ist wieder tippitoppi und sieht aus wie neu. Außer, dass da irgendein Brösel drin liegt. Ich weiß nicht, was das für ein Brösel ist. Aber den hole ich jetzt auch. Der stört mich. Zack. Aber man sieht, es ist alles wieder picobello sauber. Und was ist das? Irgendein Papierchen. Ein verkohltes Papier. Keine Ahnung. Zewa oder so. Na, auf jeden Fall, ihr seht, der Backofen ist wieder tipptopp sauber. Blitzt und glänzt vor sich hin. So muss das sein. Ja, und so sieht er eigentlich immer aus. Bis auf, dass natürlich mal ein, zwei Fettspritzer auf den Blechen sind. Aber meistens reinige ich die auch sofort. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen liegen geblieben und deswegen war es jetzt nötig. Weil da bin ich schon hinterher, muss ich sagen. Weil wenn man das so kennt, noch aus Mietswohnungen oder so, wie so Backöfen manchmal aussehen, da habe ich von Anfang an darauf geachtet. Es war ja... Nee, es war nicht meine erste Küche, die ich gekauft habe. Aber das sollte jetzt eine Küche sein, die ich gekauft habe für... Ja, eigentlich für die Ewigkeit. Ich glaube nicht, dass wir die Küche so schnell austauschen werden. Und auch den Backofen nach Möglichkeit nicht sofort. Und da möchte man natürlich, dass die Geräte schön bleiben. Man kauft sie brandneu. Und wenn man so an die alten Mietswohnungen denkt oder was man manchmal so gesehen hat oder auch woanders sieht, wie teilweise die Backöfen aussehen, bin ich da von Anfang an dahinter gewesen, dass der immer sauber ist, dass der nicht so verkommt, dass man ihn fast nie mehr sauber kriegt oder dass man wirklich Krusten abschaben muss, sondern ich versuche den halt sauber zu halten. Aber ich denke, das ist normal. Genau. Ja. Sieht gut aus. Und dann werde ich hier die Theke aufräumen. Die sieht aus. Die wird immer als Ablagefläche benutzt. Das ist so schlimm gerade. Aber ich habe halt hier noch Hannas ganze Kunstwerke, die sie uns erklären muss. Und dann muss ich da noch das Datum draufschreiben. Dann nehme ich gerade Bilder vom Kühlschrank ab, weil wir da einfach mal neue hinmachen müssen. Und ich habe auch noch den letzten Ferientag, die Schulinfo da hängen und alles. Das muss alles mal runter. Dann meine alten Gardinenaufhänger habe ich hier noch, weil ich habe jetzt neue für die Lichterketten. Muss ich wegräumen. Mein altes Mauspad kann ich wegschmeißen. Das sieht furchtbar aus. Ja, und ansonsten noch das Freundebuch von Hanna, das Pony Park City Infoheft, eine Flasche zum Auskochen, meine DM-Einkäufe, ne, Shampoo und Bübchen, das hatte ich euch, glaube ich, gezeigt. Ein Wärmepflaster, das letzte, super. Ich habe die nämlich neulich alle aufgebraucht, als ich so krass mit der Schulter hatte. Und die sind eh bald abgelaufen, die halten nicht mehr so lange. Das geht aber noch bis 2024, das packe ich nochmal weg. Oh, dann habe ich hier noch ein bisschen Herbstdeko und Tannenzapfen und Kastanien. Noch mehr Kunstwerke. Oh, und noch was aus Pony Park City. Hilfe, die Medaille aus Pony Park City. Aha, die hatte sie im Kindergarten dabei. Ja, lauter so Gebömsel. Das muss ich hier mal wegräumen. Die Meerjungfrau liegt noch da. Die hat Hanna dazugelegt zur Herbstdeko, weil die rot trägt, da passt sie. Die muss da liegen, neben dem Kürbis, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ja, bin ich jetzt ganz gut vorangekommen. Die Abzugshaube habe ich gerade nur sauber gemacht. Das Ceranfeld, nee, nicht Ceranfeld, das Induktionskochfeld habe ich heute sauber gemacht. Das ist eigentlich auch immer sauber, wenn ich mit meinem normalen Reiniger drüber gehe. Ist es gar kein Thema, aber ich habe es heute trotzdem mal wieder so richtig mit dem Allzweckreiniger und mit dem, nicht Dr. Beckmann, sondern ich glaube Eurocleaner habe ich heute benutzt, weil ich gemerkt habe, dass ich vom Eurocleaner tatsächlich noch 3 Boxen habe. Ich wollte neulich Dr. Beckmann neu kaufen und ich habe die Schränke aufgeräumt in der Abstellkammer. Ich habe 3-mal diesen Eurocleaner. Ich dachte, okay, mach mal leer erstmal. Furchtbar. Na, das Aufräumen in der Abstellkammer hat es auf jeden Fall gebracht. Ich habe Sachen gefunden. Ich denke, okay, jetzt benutzt du das Ganze erstmal WC-Schaum und ich weiß nicht alles. Das soll jetzt erstmal alles weg. Dass das mal aufgeräumt ist, beziehungsweise aufgebraucht wird. Meine Güte. Weil ich habe so meine bewährten Putzmittel und kaufe die immer. Dabei habe ich noch auf Reserve so viel da gehabt. Das muss jetzt erstmal alles weg. Genau. Und so versuche ich momentan auch zu kochen. Wir haben einiges im Gefrierfach. Wir haben, die Abstellregale sind auch voll. Wir haben so viele Nudeln. Wir wollen halt nicht immer Nudeln, aber ich gucke jetzt, dass ich auch mal ein bisschen mehr verbrauche von dem, was da ist. So Resteverwertung einfach. Ganz viel Soja geschnitzelt ist und alles Mögliche da. Das wird alles jetzt mal verkocht. Das muss alles mal weg, weil du kannst ja nicht ewig auf dem Zeug sitzen. Das ist ja furchtbar. Ne? Da ist ein Angebot, da ist ein Angebot, da hast du Punkte, da hast du Rabatt, dann kaufst du auf Reserve, dann hast du wieder... Ach, irgendwann muss das ja auch mal weg, das Zeug.
Genau. Naja, jetzt räume ich mal den Tisch ab. Dann kann ich unsere Backmatte auslegen und dann stelle ich meine Plätzchen aus. Mit den Förmchen. Ich habe ja auch so schöne Förmchen, wo man so Abdrücke machen kann. Das ist ja momentan voll in. Ja, guckt mal. Haben wir Blätter gemacht? Sehr kunstvoll, ich weiß. Ich sollte mir mal so feine Pinsel zum Backen besorgen. Nee, das sind diese... Ach, diese Backförmchen, die gibt es doch momentan zu jedem Thema und für alles. Die gibt es für Weihnachten, die gibt es für Ostern, die gibt es für Herbst, die gibt es für Sommer, die gibt es für Babypartys, die gibt es für Geburtstage, für Weihnachten. Also wirklich für alles. Und das sind diese... Wartet mal. Ich zeige euch einen. Also ich würde euch einen zeigen, wenn ich es finde. Was zusammengehört. Moment, finde ich irgendwas, was zusammengehört? Etwas chaotisch ist es hier drin gerade. Meine Güte. Ah ja, das sind diese hier, diese Ausstechförmchen, wo man dann noch so einen Abdruck machen kann. Könnt ihr das erkennen? Happy Halloween zum Beispiel, ne? Schön so, zack. Und das kann man natürlich dann schön mit Zuckerschrift ganz fein machen, aber ich habe jetzt A, keine da und B, ehrlich gesagt, wir sind nicht so ein Fan von dieser Zuckerschrift, weil ich persönlich finde, die schmeckt nicht so gut, finde ich ganz ehrlich. Es ist eigentlich für die Katz, weil die Kinder sowieso die Glasur drauf machen und Streusel. Also eigentlich brauche ich das gar nicht. Aber ihnen macht es Spaß, sie haben Freude dran. Und ich habe ihnen auch schon gesagt, wir machen ein paar Plätzchen tatsächlich nur mit dieser Form. Und vielleicht einer dünnen Glasur. Und ich habe es auch neulich so gemacht, dass ich gar nicht die Schokolade so geschmolzen habe oder die Glasur so genommen habe, sondern ich habe noch so ein Stück Palmin reingegeben mit diesem Kokosfett, dass das Ganze dünner wird. Weil wenn ich dann glasiere, habe ich nur so eine dünne Glasurschicht und sehe auch noch die Form durch. Sind jetzt keine schönen Kunstwerke, das ist klar. Man kann natürlich mit Zuckerschrift und kleinen Perlen, also wirklich vieles damit machen. Aber bei den Kindern sieht man davon nicht mehr viel. Also das ist, weiß ich nicht, sieht man, habe ich ein Plätzchen als Beispiel? Ja, eine Fledermaus zum Beispiel, ja. Also da muss er jetzt schon echt Fantasie mitbringen, ne? Also ist klar. Und was das hier war, das war der Sarg, auch mega geil. Also, ja. Aber... Sie haben halt auch mega Spaß dran, es überhaupt zu machen. Und ich habe auch gesagt, ein paar Plätzchen lassen wir einfach so. Und solange es den Kindern Freude macht, ist ja alles gut. Ich habe die Förmchen auf jeden Fall, weil da sind schöne Sachen dabei. Hier zum Beispiel so ein Eichhörnchen für den Herbst oder auch so ein schöner Kürbis. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt Halloween gemischt mit Herbst. Von Halloween haben wir dann zum Beispiel noch hier das Hexenhaus. Finde ich auch total cool. Oder herbstlich. Eichel. Da wieder Halloween. Könnte auch Harry Potter sein. Na, sie will nicht. Aber ich will. Ich will. Ha, Fokus. Siehst du? Ja, also da gibt es echt coole Sachen. Waren ein paar richtig schöne Sachen dabei. Dann haben wir auch hier noch Happy Thanksgiving. Na, und Halloween natürlich, ne? Hier, Grabstein und so. RIP. Alles da. Nö, also das sind wirklich, hier, Kürbis mit Hut. Er will nicht. Jetzt aus Prinzip, komm, komm. Jawohl. Also, es sind schon coole Sachen dabei. Das sind jetzt zwei Sets hier, beziehungsweise ich glaube, es sind sogar drei. Es ist ein Halloween-Set und ein Herbst-Set oder zwei Herbst-Sets, war so ein Doppelpack. Ist schon einiges. Das Zusammenwurschteln dauert immer so ein bisschen, aber die Kinder haben halt Spaß dran. Und ich habe sie damals gekauft, weil ich mir gesagt habe, ist ja egal, wenn die Kinder irgendwann nicht mehr so krass dekorieren, dann steche ich trotzdem so aus und glasiere dann halt nur dünn oder mach doch mit so ein bisschen Zuckerschrift oder so. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich habe auch ein bisschen was von Pepper noch mit drin hier, also ich weiß auch nicht, wie die da reingekommen sind. Ja, naja, auf jeden Fall, das werden wir jetzt nutzen und dann werden wir das Ganze wieder überdecken mit verschiedensten Streuseln, weil wenn ich was habe, dann Streusel. Ich kann euch mal meine Backschublade zeigen. Das ist nicht schön. Ich zeig's euch. So. Ich bin da eigentlich sehr ordentlich, aber die ist einfach nur übervoll. Es ist nicht so, dass die unordentlich ist. Die ist einfach nur extrem voll. Ja, Esspapier-Schmetterlinge, die muss ich mal irgendwo reinstecken.
Dann habe ich nochmal Backpulver gekauft. Passt nicht mehr in meine Dose. Muss ich hier hin tun. Dann habe ich hier noch ein bisschen Fondant. So. Und hier habe ich eigentlich meine ganzen Glasuren. Na, hier ist die Lebkuchenglasur, Zimt, Kakao, Vanille. Dann nochmal eine normale Kuchenglasur, Nougatglasur. Ach Gott, nochmal eine winterliche Glasur. Das sind eigentlich die ganzen Glasuren hier. Ein bisschen Packung in das Ganze reinbringen. Und dann sieht das auch gleich wieder besser aus. So. So, so schlimm ist es nämlich eigentlich gar nicht. Und hier die Reihe ist alles voller Streusel und Glitzerpuder. Also wir haben ja alles Mögliche von ganz normalen bunten Streuseln bis hin zu richtigen Herbststreuseln mit Blättern und allem drum und dran. Dann verschiedene Blautöne, Goldtöne. Wir hatten auch mal Halloween, aber Halloween ist, glaube ich, ziemlich leer. Ah, hier war Halloween. Knochen, Totenköpfe, aber es ist ziemlich leer. Und dann noch jede Menge bunte Streusel da hinten. Und die habe ich neulich geholt. Luxury Love. Ah, das ist so was ganz Edles hier für die Kinder, ja. Also alles Mögliche. Und dann habe ich hier auch noch diesen ganzen Dekor-Glitzerpuder in Weiß, in Kakaogold, in Rosa, Silber. Ja, das finden die Kinder toll, wenn man das so ein bisschen noch über die Plätzchen macht. Sieht auch richtig schön aus. Genau. Mirror Glaze habe ich hier auch noch, so Spiegelglasur. Ach du meine Güte. Na, es ist eigentlich nicht unordentlich, aber es ist halt extrem voll. Ja, das werde ich, glaube ich, erstmal rausholen gleich. Und dann können die Kinder sich vergnügen. Die könnt ihr noch beide benutzen. Wisst ihr schon, ne? Du kriegst das erste, die Maiskolben. Da haben wir ein ganz neues Profil. Mama, da kann man nämlich so in die Mitte klicken und dann macht man irgendeine Pose und dann als Puppe kriegt man die Pose. Als Puppe. Sehr cool. Anne, bei meinen Haaren ist sehr gut geworden. Du musst einfach ganz vorsichtig da runterschieben, oder? Und du musst es ganz nach hinten und ganz flach halten. Du musst es ganz flach halten. Dann ist es auch dünner, oder Mama? Ja. Damit es nicht kaputt geht. Ganz doll drauf drücken. Damit es nicht kaputt geht. Ja. Weil ich habe ganz doll da drauf. Vorsicht mit deinem Messer, nicht, dass es dir bricht. Oh ja, ich habe so viel Kraft. Ja. Aber Papa könnte das wirklich durchhauen. Macht er aber nicht. Man muss er ja neu kaufen. Jetzt muss er es machen. Hey. Läuft doch gut, schon mal her. Dein Hut. Cool. Wir hatten das halbe Blatt gemacht. Das sieht ja super aus. Halbe? Ja, Blätter sind nicht immer heil, wenn sie vom Baum fallen. Manche werden auch abgeteilt. Ich finde, das ist ein sehr schönes Blatt. Mama, ich hab noch eine, ich krieg die Spinne da noch hin. Hey, das hab Schau ich gemacht. Mal. Spinne plus, ne? Das cool. Hab ich gemacht, das Blatt. Guck mal, es ist ein sehr schönes Blatt geworden. Und das hier? Ein Eichenblatt. Ich mach noch eine Fledermaus. Ja, pass sie hier hin, Mama. Okay, ich könnte es versuchen. Aber da ist, warte mal, da ist. Eh mach sie mal hier hin. Da ist glatter. Und da ist Mehl hier drauf. Ich mach mal hier. Und dann rollen wir neu aus. Hier in der Mitte. Ja. Ich muss den Abdruck noch machen. Ich hätte das beinahe rausgenommen ohne Abdruck.